Vielleicht kennt ihr das folgende Phänomen ja auch. Ihr erinnert euch an Dinge, die so gar nicht passiert sind. Oder aber ihr seid euch ganz sicher, dass ein Ereignis ganz anders gewesen ist, als es andere behaupten. Klar, das könnte reiner Zufall sein. Was aber ist los, wenn sich viele, ja sogar einige hundert Menschen falsch erinnern? Genau das meint der sogenannte Mandela-Effekt. Was diese wirklich äußerst mysteriöse Theorie mit einem totgeglaubten Mann und auch mit Star Wars zu tun hat und ob sie vielleicht ein Indiz für die Existenz eines Paralleluniversums ist. Klick zum Science and Fiction. Hier gibt es täglich spannende Wissenschaftsvideos. Abonniert den Kanal, nur dann verpasst ihr nichts. Herzlich willkommen. Vielen Dank für den Themenvorschlag bei WhatsApp. Die ganze Story nahm seinen Lauf, als sich die Autorin und selbsternannte Geisterjägerin Fiona Broom mit einigen anderen Leuten über den ehemaligen Präsidenten von Südafrika, Nelson Mandela, unterhielt. Ein Freiheitskämpfer, der im Jahr 1918 geboren wurde und im Jahr 2013 gestorben war. Doch der Zeitpunkt seines Todes ist tatsächlich der Knackpunkt der ganzen Sache. Denn nicht nur Fiona Broom selbst, sondern eben auch viele andere Menschen sind felsenfest in dem Glauben, dass Mandela eben nicht im Jahr 2013, sondern bereits 30 Jahre zuvor gestorben war. Bei dem gerade erwähnten Gespräch waren also alle schockiert, dass der schon seit langer Zeit totgeglaubte Nelson Mandela eben erst viele Jahre später gestorben sein sollte. Und wie bereits gesagt, nicht nur Fiona Broom, sondern zahlreiche andere Menschen irrten sich in dieser Sache gewaltig. Sogar in Zeitungen wurde darüber berichtet, denn auch ein paar Geschichtsbücher sollen Mandelas Tod angeblich schon für den Zeitraum von vor mehr als 20 Jahren, also in den 80er Jahren, festgehalten haben. Und nicht nur das, die Menschen konnten sich sogar an einige Details seines Todes erinnern, nämlich dass er beispielsweise einsam in einem Gefängnis ums Leben gekommen war. Ihren Behauptungen zufolge war er auch niemals südafrikanisches Staatsoberhaupt und Broom selbst hatte auch detailreiche Erinnerungen an Mandelas Begräbniszeremonie. Das alles beschreibt sie auf ihrem Blog und bezeichnet das ganze Phänomen als Mandela-Effekt. Wissenschaftliche Belege gibt es dafür aber nicht. Und so kann man den Mandela-Effekt im Großen und Ganzen als eine Art Verschwörungstheorie bezeichnen. Darüber hatten wir ja auch schon mal hier bei Klicks um Science and Fiction berichtet. Doch die Nelson-Mandela-Story ist nicht das einzige Beispiel dafür, dass sich Menschen an Fakten erinnern, die so eben überhaupt nicht passiert sind. Ja, dass sich vielleicht sogar ein Großteil der Menschen in genau derselben Sache irrt. Wie zum Beispiel der berühmte Satz aus den Star Wars Filmen, an den sich ja wohl jeder von euch erinnert: Luke, I am your father. Doch tatsächlich heißt der Satz anders, denn Darth Vader erwähnt den Namen seines Sohnes nicht mit einer einzigen Silbe. Stattdessen lief das Gespräch so ab: Darth Vader, Obi-Wan never told you what happened to your father. Luke, he told me enough, he told me you killed him. Darth Vader, no, I am your father. Ja, und jetzt kommen die Paralleluniversen ins Spiel. Forschungsteams der Physik sind schon seit einiger Zeit auf der Spur möglicher Parallelwelten. Auch über dieses sogenannte Multiversum hatten wir ja erst kürzlich ausführlich darüber berichtet. Eine wirklich spannende Sache. Kurz gesagt gehen manche Menschen davon aus, dass es völlig unterschiedliche Universen gibt, in denen nicht nur eine andere Physik herrscht, sondern auch unterschiedlich viele Raumdimensionen vorkommen. Doch wie genau wird diese These des Multiversums in der Physik erklärt? Zurückzuführen ist sie auf das Standardmodell der Kosmologie, nach der sich das All unmittelbar nach seiner Entstehung ausgedehnt hat und dies auch immer noch tut, in der Fachsprache auch Inflation genannt. Manche Regionen sind demnach früher zum Stillstand gekommen als andere. Sie haben sich quasi wie Blasen in kochendem Wasser abgesondert, bildlich gesprochen natürlich. Und so wäre auch unser Universum nur eine Blase neben vielen weiteren. Dazu der Wissenschaftler Alan Guth: In einem Universum, das sich grenzenlos inflationär ausdehnt, passiert alles, was überhaupt passieren kann, und zwar unendlich oft. Jedenfalls würden sich die verschiedenen Universen gegenseitig beeinflussen. Auf den Mandela-Effekt bezogen bedeutet das, dass jedes Ereignis für sich quasi eine neue Zeitlinie und somit auch einen eigenen Kosmos für sich eröffnet. Bei jedem Quantenereignis, das stattfindet, entsteht also ein neuer Zeitstrahl und ein weiteres Universum. Die Realität weicht in gewisser Weise somit also ab. Wenn sie dann aber auf die Wirklichkeit trifft, wird sie durch abweichende Erinnerungen zum Ausdruck gebracht. Sind die also gleichzeitig ein Indiz dafür, dass wir in verschiedenen Varianten existieren? Die Anhänger des Mandela-Effekts jedenfalls sind von der Existenz der Paralleluniversen überzeugt. Demnach basiert dieses mysteriöse Phänomen eben darauf, dass diese Dinge, die in unserer Welt als Irrtum gelten, in einer anderen Welt den Tatsachen entsprechen. Die Quantenphysik dagegen kann bis heute nicht wirklich etwas Gesichertes zu der Existenz von Paralleluniversen sagen. Der Mandela-Effekt beruht also bisher keineswegs auf wissenschaftlichen Tatsachen oder Fakten. Eine weitere mögliche Erklärung für dieses Phänomen, der Fall
falschen Erinnerung kommt aus der Naturwissenschaft. Experten und Expertinnen gehen davon aus, dass hierbei eine Fehlfunktion des menschlichen Gehirns vorliegt. Denn dieses funktioniert ganz anders als ein Computer oder ein riesiges Archiv. Vielmehr funktioniert es durch Assoziationen, die in einer Art verzweigtem Netz gespeichert und abgerufen werden können. Und na klar, die Fehlerquote bei Assoziationen, die ist dabei nicht gerade klein. Und somit scheint es bislang so, als sei die menschliche Erinnerung oftmals trügerisch und unsicher und durch verschiedene Faktoren wie beispielsweise der eigenen Persönlichkeit und dem Umfeld geprägt. Auch wenn es vielen Menschen offensichtlich schwerfällt, das zu akzeptieren. Wenn ihr auch Themen vorschlagen wollt, dann kommt hier zu unserer WhatsApp-Community. Einfach draufklicken und ihr bekommt einen Newsletter, in dem ihr vor allen anderen auch vom aktuellen Video erfahrt. Ja, und darunter oder darüber geht's weiter mit Klicksum. Bis dann. Bleibt dran.